Hallo, mein Name ist Julia und ich bin dein Mathematik macht Freude Freunde Coach während des Lernzyklus über den Grundwert. Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit dem Grundwert und wollen herausfinden, wie man den berechnen kann. Los geht's! Zuerst wiederholen wir ein paar wichtige Begriffe vom letzten Mal. Natürlich der Grundwert, um den geht's ja heute. Wir kürzen ihn mit G ab. Und er entspricht unseren 100%. Das heißt, von diesem ganzen Grundwert, von allen 100%, wollen wir uns immer ein paar Prozente berechnen. Die sagt uns der Prozentsatz, kurz P. Wir haben uns das letzte Mal schon berechnet. Da kommt dann immer W, der sogenannte Prozentwert, heraus. Das heißt, der Prozentwert hängt vom Prozentsatz P ab. Gewisse Prozente vom Grundwert. Ja? Also Prozentsatz und Prozentwert hängen voneinander ab. Ganz klar. Wie haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben diese Begriffe genutzt, um uns zu überlegen, wie man 15% von 60 berechnet. 9 ist herausgekommen. Und diese 9, das, was herausgekommen ist, was die 15% von 60 sind, das ist der sogenannte Prozentwert. Ich schreibe das hier gleich nochmal dazu. Unser Ganzes, unsere 100% in dem Fall, waren die 60. Also es sind 60 unser Grundwert. Und die 15%, das ist der Prozentsatz, der uns sagt, wie viel Prozente wir uns berechnen wollen. Weißt du auch noch, wie wir dann die Formel aufgestellt haben? Genau, so ist die gegangen. Was haben wir da gemacht? Die 15%, die können wir als Hundertstel schreiben, denn Prozente sind Hundertstel. Von durften wir als Mal übersetzen. Dann haben wir eben unseren Grundwert. Sind ist einfach n ist gleich. Und fertig ist die Gleichung. P Hundertstel mal G ist W. Und wir haben das immer genutzt, um dieses W hier ausrechnen zu können. Jetzt stellt sich die Frage, können wir auf diese Weise auch diesen Grundwert hier berechnen, wenn wir den Prozentwert und den Prozentsatz kennen? Na klar geht das. Und wir schauen uns jetzt an einem Beispiel gemeinsam an, wie das funktioniert. Also, weg mit dem Alten und her mit dem Neuen. Ich habe folgendes Beispiel hier für dich mitgebracht. Lukas hat in der Schule Arbeitsaufträge bekommen. Zwei hat er schon erledigt. Das sind 25% der Aufträge. Die Frage ist jetzt also, wie viele Arbeitsaufträge hat Lukas bekommen? Bei solchen Sachaufgaben hilft es immer, wenn man sich zu Beginn einmal eine Tabelle macht und ein bisschen zusammenfasst, worum es da geht und was wir wissen. Hier habe ich die schon vorbereitet mit den Prozenten und den dazugehörigen Wert. Wir wissen, zwei Aufgaben hat Lukas schon gemacht. Zwei ist also ein Wert, den ich hier gleich in die Wertespalte eintrage. Wie viel Prozent diese zwei Aufgaben sind, wissen wir auch. Das sind 25%. Das schreibe ich also hier gleich dazu. 25% der Aufträge. Und wie viele Arbeitsaufträge, diese Aufträge, die wir hier suchen, das sind 100% alle. Und wir suchen das ja. Also schreibe ich hier ein Fragezeichen dazu. Wenn du die Tabelle anschaust, bin ich mir sicher, dass du dann sofort erkennst, wie viel 100% hier sind. 25 auf 100? Ha. Naja, ich muss 25 mal 4 rechnen, dann kommt 100 raus. Also kann ich genauso analog auch bei der Wertespalte 2 mal 4 rechnen. Und wir erhalten 8. Das heißt, unsere 100%, alle unsere Arbeitsaufträge sind 8. Ich schreibe es dann oben auch gleich dazu, dass wir das gut sehen. Ganz leicht, oder? Es stellt sich aber die Frage, geht das auch bei schwereren Beispielen so gut? Schauen wir uns vielleicht noch an, ob das mit unseren Formeln auch funktioniert. Zwei Arbeitsaufträge hat er schon erledigt. Das sind 25%. Ich versuche das jetzt in so einen Satz zu formulieren, wie er dir wahrscheinlich von dem letzten Video schon bekannt vorkommt. Wir wissen, 25% von was? Naja, von allen Arbeitsaufträgen. Also von den Arbeitsaufträgen. Wie viel ist das? Das wissen wir auch aus der Angabe.
Das sind genau 2. Jetzt können wir erkennen, wovon von den Aufträgen, das heißt diese Aufträge hier alle, das ist unser Grundwert. Das Ergebnis hinten ist der Prozentwert. Wie viele Prozente wir dazu kennen, das ist P, der Prozentsatz. Na, erinnerst du dich wieder dran? Übersetzen wir das als Formel. 25 Hundertstel, Prozent als Hundertstel, von als Mal, hier schreibe ich einfach G, wir wissen ja die Arbeitsaufträge noch nicht, ist gleich 2. Ich markiere nochmal, das heißt, wir haben hier oben eigentlich unseren Prozentsatz gewählt, den Grundwert und als Ergebnis kommt der Prozentwert raus. Und diese Arbeitsaufträge G, die suchen wir jetzt. Ich schreibe die Formel nochmal allgemein hin, man kann sie nicht oft genug erwähnen, denn sie ist so, so wichtig. Also, hier blende ich sie gleich ein, weil sie so wichtig ist, P Hundertstel mal G ist W. Können wir uns dieses G jetzt ausrechnen? Naja, die 25 Hundertstel, die stören noch ein bisschen. Was machen wir jetzt? Du weißt es bestimmt schon. Wir verwenden jetzt Äquivalenzumformungen, um G alleine auf der linken Seite der Gleichung zu haben. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie das gegangen ist. Ich habe dafür hier eine Waage mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst. Ich erkläre dir kurz, wie die funktioniert. Packe ich hier zum Beispiel meinen schweren Radiergummi rein, dann kippt sie ordentlich, weil der Radiergummi wirklich, wirklich schwer ist. Was hat die jetzt mit der Gleichung zu tun? Ich kann auch links und rechts auf meine Waage Terme packen und wenn links und rechts gleich ist, ausgewogen ist, haben wir eine Gleichung. Okay, machen wir das gleich. Auf die linke Seite, da packe ich jetzt einmal in unsere schöne Waage den Term x plus 2. Okay, rechts kommt 8 hinein. Schauen wir mal, ob die Seiten gleich schwer sind. Ja, super, ist ausgewogen, das heißt, x plus 2 muss genau gleich groß sein wie 8. Wir haben eine Gleichung. Was ist denn jetzt x, dass diese Gleichung stimmt? Du hast bestimmt schon eine Idee, dieses x, das x plus 2 8 ist, ist 6. Aber wie kann man das auch rechnerisch zeigen? Naja, x soll alleine auf der linken Seite stehen. Hier, diese plus 2, die stören uns also. Hier habe ich also 2 zu viel. Wie bekomme ich sie weg? Plus 2, naja, ich muss minus 2 rechnen, dass nur mehr x da ist. Machen wir das doch gleich. Weg mit den 2. Und oje, was passiert jetzt? Da wir die weggenommen haben, ist die linke Seite viel leichter und die Waage kippt. Das heißt, die Gleichung stimmt nicht mehr. Hast du eine Idee, wie wir dieses Problem lösen könnten? Nehmen wir auf der linken Seite 2 weg, müssen wir auch auf der rechten Seite die gleichen 2 wegnehmen, dann bleibt die Waage im Gleichgewicht. Also packe ich hier hinten minus 2 dazu. Und siehe da, wir haben ein Gleichgewicht in der Waage. Ich kann also mein Ist-Gleichzeichen wieder in die Mitte setzen. X ist also 8 minus 2, also 6, wie wir es uns vorher schon gedacht haben. Das heißt, machst du etwas auf einer Seite, musst du das immer auf der anderen auch machen. Probieren wir noch ein zweites Beispiel. Diesmal schreibe ich nicht x plus 2 auf die linke Seite, sondern x mal 2. Okay, schauen wir mal. Ja, die Waage ist ausgeglichen und wir haben eine super Gleichung. Wir wollen wieder das x herausfinden. Eigentlich könnten wir auch 2 mal x schreiben. Das ist jetzt fürs Lösen der Gleichung eigentlich egal. Ich möchte dir nur nochmal klar machen, dass da auch häufig dann das Mal verloren geht. Das heißt aber genau dasselbe wie 2 mal x oder x mal 2. Ich will nur ein x haben. Wie bekomme ich den 2er weg? Naja, ich muss durch 2 dividieren. Dann habe ich nicht mehr 2x, sondern 1. Und oh je, die Waage kippt. Wir haben keine Gleichung mehr. Jetzt weißt du bestimmt schon, was zu tun ist.
Naja, dividiere ich auf der rechten Seite durch 2, dass ich nicht mehr so wie jetzt 2x stehen habe, sondern x, muss ich dasselbe auch links machen. Also weg mit dem Zweier hier und auf der rechten Seite dazu. Das heißt, links steht x und rechts steht 8 durch 2. Die Gleichung ist ausgewogen. Das heißt, x ist dasselbe wie 4. Okay, so einfach gehen Äquivalenzumformungen. Weg damit! Was du dir nur merken musst, ist ganz, ganz wichtig. Bei der Gleichung ist es wie bei der Waage. Sie stimmt nur, wenn sie ausgeglichen ist. Und kippt sie, so wie da, dann haben wir ein Problem. Also immer auf jeder Seite dasselbe machen. Dann sollten wir überhaupt kein Problem mit der Gleichung haben. Schauen wir nochmal kurz, wie unsere Gleichung hier jetzt ausschaut. Wir haben dieses g zu lösen. Das ist gleich, steht hier zwischen g und 2. Das heißt, was stört uns auf der linken Seite? Die 25 Hundertstel. Und ein Mal steht dazwischen. Wie bekommen wir es also weg? Indem wir durch 25 Hundertstel dividieren. Ich schreibe das hier seitlich nochmal auf. Denn dann bleibt mir auf der linken Seite nur g. Und wir wissen jetzt, dank der Waage, dass wir auch auf der rechten Seite durch die 25 Hundertstel dividieren müssen. Und schon haben wir die Gleichung für g. Ich blende das hier auch allgemein nochmal ein, da geht das natürlich genauso. Hier direkt wieder das Ergebnis. G ist W durch P Hundertstel. Und ich habe diese Gleichung hier jetzt so hervorgehoben, weil die ganz wichtig ist, um sich den Grundwert zu berechnen. Du kannst dann in Zukunft eben mit dieser Formel den Grundwert berechnen. Oder du leitest es dir immer so her, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Je nachdem, was dir lieber ist. So. Fett nochmal alles markieren, die Formel, die brauchen wir jetzt, die ist wichtig. Aber zurück zu unserem Beispiel, schauen wir noch schnell, was da herauskommt. Wir wissen ja schon, 25 Hundertstel ist 0,25, 2 durch 0,25. Hier vielleicht ein kleiner Tipp, wie man das leicht berechnen kann. 0,25 ist ja ein Viertel. Das heißt, es passt genau 4 mal in 1. Wie oft passt dann 0,25 in 2? Wenn es 4 mal in 1 passt, passt es 8 mal in 2. Und fertig ist das Ganze. Und wir sehen auch, drüben ist auch 8 herausgekommen. Sehr gut, unser Ergebnis passt. Jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, eine Antwort zu schreiben. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Wie viele Arbeitsaufträge hat er bekommen? Er hat genau 8 Aufträge aufbekommen. Und somit haben wir uns jetzt perfekt den Grundwert berechnet mit dieser neuen Formel, die wir heute gelernt haben. G ist W durch P Hundertstel, um das hier alles zu lösen. Perfekt! Das heißt, im nächsten Video schauen wir uns noch ein Beispiel gemeinsam an und dann bist auch schon du an der Reihe und kannst ein bisschen üben. Tschüss und bis dann!